Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Digitales Vertragsmanagement mit M365 in Einrichtungen und Organisationen. Vielleicht ist Ihnen das ein oder andere Gesicht in dieser Runde schon bekannt, jedoch möchte ich mich trotzdem kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Franziska Hansmeier und ich bin im Vertrieb im Team Health and Care tätig und begleite Sie heute als Moderatorin durch das Webinar. Wir haben uns erlaubt, ein paar Spielregeln für Sie heute aufzustellen. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, Sie sind alle stumm geschaltet. Das bedeutet, Sie hören uns, wir hören Sie jedoch nicht. Trotzdem können Sie gerne aktiv werden, und zwar im Chatfenster. Dort können Sie gerne Ihre Fragen und Anregungen platzieren. Im Nachgang werden wir uns dann natürlich noch Zeit für Ihre Fragen nehmen und diese beantworten. Und natürlich werden wir Ihnen auch die Präsentation sowie die Aufzeichnung des Webinars zur Verfügung stellen. Bevor wir nun ins Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz die Develop AG vorstellen. Die Develop ist Hersteller von Dokumentenmanagement-Software. Das bedeutet, wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit der Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen. Jeden Tag verfolgen mehr als 1000 Mitarbeitende das Ziel, Unternehmen ein Stück weit digitaler aufzustellen, und das ist uns bereits bei 13.000 Kunden gelungen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Thema Vertragsmanagement. Ich habe noch zwei Kollegen mitgebracht, das sind Tim und Leon. Wollt ihr euch kurz vielleicht vorstellen? Total gerne. Vielen Dank, Franziska. Ja, auch von mir herzlich willkommen heute zum Webinar Vertragsmanagement mit Microsoft 365. Mein Name ist Leon Plöger. Ich bin ja vertrieblich und auch im Marketing-Kontext verantwortlich für die gesamte Microsoft 365-Produktlinie bei uns. Also ja, durchaus ein M365-Spezialist und auch ein digitaler Enthusiast. Teile wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr mit Ihnen, als Sie bisher annehmen. Ich bin ehrenamtlicher Vorstand eines Landesverbandes hier in Nordrhein-Westfalen und kenne so die ein oder andere Herausforderung, die Ihnen im täglichen Umgang mit Verträgen anliegt, mit Sicherheit ziemlich gut, und freue mich, mit Ihnen heute das Vertragsmanagement zu entdecken. Danke, Leon. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Tim Brammann. Ich bin der Teamleiter für den Bereich Welfare, also für das Sozialwesen. Mein Team und ich betreuen bundesweit alle kirchlichen Einrichtungen, Sozialverbände, Pflegeeinrichtungen, Vereine, aber eben halt auch Stiftungen. Ich persönlich kümmere mich seit über 11 Jahren um die Einführung digitaler Geschäftsprozesse im Sozialwesen. Ich bin ein Nordlicht der Develop, bin nördlich von Hamburg ansässig. Zu meiner Person, beziehungsweise was ich noch mache, regelmäßiger Blutspender, bin aktiver Läufer. Und freue mich heute mit Ihnen gemeinsam und mit dem Team hier zusammen, Ihnen das Thema Vertragsmanagement näher zu bringen. Bevor wir aber in das Thema Vertragsmanagement einsteigen, möchte ich Ihnen eben halt nochmal auf das Thema M365 und eben halt das Thema Dokumentenmanagement ECM, also Enterprise Content Management, nochmal näher bringen. Was gucken wir uns überhaupt heute an und wie verheiraten wir eben halt diese beiden Welten? Einige von Ihnen kennen diese Folien und wissen bereits auch, dass es meine Lieblingsfolien sind. Hier sehen wir nämlich die zwei Welten. Einmal M365 und eben halt auch das Dokumentenmanagement oder die Dokumentenmanagement-Welt mit den Vor- und Nachteilen. Unser Lösungsansatz ist, aus beiden Welten die Vorteile zu nutzen und somit das Develop-Dokument für M365 zu schaffen. Wenn man diese beiden einzelnen Welten betrachtet, dann fehlt es eventuell auf Sichten oder einige Punkte, um eben halt die Herausforderung zielführend zu erstellen. Sowohl die Standardlösung wie auch der M365-Ansatz haben beide ihre Reize. Und wenn wir diese beiden Welten aber miteinander verheiraten oder auch verschmelzen, können wir eben halt das Optimum von beiden Welten herausbekommen. Das heißt, die Zusammenarbeitung wird optimaler und einfacher für Sie. Die Dokumentenverwaltung beispielsweise eben halt auch in der M365-Welt. Dokumente zu suchen im SharePoint ist vielleicht nicht so ganz so praktikabel. Da ist eben halt der Schwerpunkt beim Dokumentenmanagementsystem. Das ist um einiges einfacher. Sie finden die Dokumente viel zielgenauer und eben halt schneller. Aber auch die Integration in die Geschäftsprozesse, da auch, wenn wir diese beiden Welten miteinander verheiraten, haben Sie da den optimalen Einsatz.
Daraus ergibt sich eben halt für Sie, für die Zukunft, eine wahnsinnig interessante Basis, weil Sie können auf mehreren Sachen eben halt auch aufbauen und eben halt zukunftsgesteuert eben halt da unterwegs sein. Zum Thema Vertragsmanagement hätten wir noch folgenden Einstieg und gucken uns erstmal an, was ist so die Ausgangssituation, warum möchte ich eigentlich ein oder warum ist ein Vertragsmanagement überhaupt sinnvoll. Das erste ist eben halt, Verträge gehen verloren. Und zwar statistikmäßig 10% der Verträge sind nicht auffindbar. Oder eben halt durch den Fachkräftemangel, gerade bei den Juristen, ist eben halt auch der Ablauf und so ein Vertragsabschluss statistikmäßig eben halt auch sehr teuer. Im Schnitt kostet ein Vertragsabschluss 5.900 Euro. Oder eben halt auch, gerade bei den Erzeugerpreisen oder die Vertragssituation ist auch eine ganz interessante Statistik, dass über 40% des Vertragswertes überhaupt gar nicht durchgeführt wird, gar nicht realisiert wird. Und dafür ist eben halt unsere Lösung ganz gut, das Develop Vertragsmanagement, um eben halt genau auf diese Punkte einzugehen. Und zwar Sicherheit, Transparenz, Effizienz sind wichtige Bausteine im Vertragsmanagement. Eine Vielzahl von Einrichtungen erfüllen derzeit diese Bausteine überhaupt nicht. Das sehen wir oft in den vergangenen Kundenprojekten, wo wir eben halt anfangen und gucken, was ist überhaupt der Ist-Zustand von den Vertragsunterlagen. Oft werden Verträge dezentral aufbewahrt oder eben halt in Excel geführt, aber auch da viele Verträge sind gar nicht vorhanden. Was verstehen wir unter den Begrifflichkeiten Sicherheit, Transparenz und Effizienz? Sicherheit, dass wir keine Frist mehr verpassen, dass Sie keine Fristen mehr verpassen und dass nur berechtigte Personen überhaupt Zugriff auf den Vertrag haben. Dann haben wir das Thema Transparenz und da auch eine direkte Frage, vielleicht können Sie das in den Chat mit reinbringen. Wie viele Verträge haben Sie überhaupt? Haben Sie 2 Verträge, haben Sie 3 Verträge? Ja, wohl nicht. Eher 500, 600, 700. Also da variieren das auch bei uns in den Kundenprojekten wahnsinnig viel, wie viele Verträge überhaupt im Umlauf sind. Und auch wichtig, was steht da überhaupt drin in den Verträgen? Und wie gehören vielleicht auch Verträge zusammen? Und bei der Effizienz, nicht jeder von uns ist Jurist. Auf jeden Fall bin ich keiner. Franzi, ich glaube, du auch nicht. Auch nicht. Leon. Verträge müssen einfach schnell und einfach von jedem erstellt werden. Und da ist auch der Hauptaugenmerkmal auf standardisierte und freigegebene Vorlagen, sind hier eben halt ein Must-Have. Und mit unserer Develop Documents-Lösung für das Vertragsmanagement könnten Sie eben halt auch unser Vertragsmanagement eben halt auch nochmal mit weiteren Bausteinen erweitern, also eine Erweiterung von der Vertragsakte. Nicht nur, dass Sie Ihre Fristen und Kosten und eben halt auch die Aufgaben jederzeit im Blick haben. Nein, Sie können eben halt auch das Vertragsmanagement mit zum Beispiel Workflows oder einer digitalen Signatur eben halt ergänzen und erweitern. Wie die Lösung aussehen könnte, das zeigt Ihnen am besten Leon. Genau, schauen wir rein, hands on. Ich präsentiere mal meinen Bildschirm. Im besten Fall sehen Sie jetzt einen SharePoint. Es kann sein, dass Sie den SharePoint strategisch als Intranet einsetzen. SharePoint ist eben ein Service von Microsoft, den Sie im M365-Plan inkludiert haben. Wenn Sie es nicht tun, ist das auch gar nicht schlimm, also nicht als Intranet einsetzen. Wir brauchen nur die technologische Grundlage, also die Infrastruktur des SharePoints und können darauf aufsetzen. Sollten Sie das eben so einsetzen als Intranet, können wir uns auch eben hier einbinden. Ich kann hier oben mal was öffnen, dann gibt es hier eben so Bereichsseiten für die einzelnen Bereiche im Unternehmen. Wir können uns aber auch ziemlich einfach hier über so eine Kachel, hier unten sieht man mehrere Kacheln, wo es in die Fachlösung geht, integrieren und wir öffnen jetzt das Vertragsmanagement. Ich bediene das ganze System über den Browser, wie Sie es gewohnt sind mit dem SharePoint. Wenn wir jetzt hier auf der Startseite sind, sehen wir zuallererst hier oben die Suche. Wir können hier nach Verträgen suchen, nach allen Verträgen, die abgelegt sind. Ich gebe mal eine Buchstabenkombination ein und wir sehen jetzt eben 2 Verträge, die auf diese Suchkombination einzahlen. Wir haben eine erweiterte Suche dabei, wo wir granulare Filtereinstellungen vornehmen können und so eben auch erste Berichte für uns zusammen konfigurieren können und Auswertungen fahren können.
Wir können neue Verträge anlegen. Das gilt für Verträge, die wir zugeschickt bekommen und wo wir Fristen aufpassen wollen und Fristen checken wollen. Das gilt aber genauso für Verträge, die von uns erstellt werden sollen, standardisierte Vorlagen genutzt werden und wir nur die Unterschrift des jeweiligen Vertragspartners einholen. Wir schauen uns gleich an, wie einfach so eine Vertragsanlage ist. Auf der rechten Seite haben wir Suchvorlagen, die auf die erweiterte Suche abzielen. Das werden wir zum Schluss auch nochmal sehen. Wir haben eine erste kleine Auswertungskomponente dabei, die uns zeigt, wir haben x Verträge im Entwurf, in dem Fall 177, und y-Verträge, also 200 Verträge, die gültig sind. Das Ganze können wir uns auch nach dem jeweiligen Vertragstyp auffiltern lassen. Und in der Mitte das Herzstück, die Verträge, die für mich gerade wichtig sind. Ich bin hier gerade unterwegs mit Matthias Müller. Das ist ein Demo-User von uns. Das könnte jetzt Ihr persönliches Microsoft-Konto sein. Und Sie bekommen hier immer die Verträge angezeigt, die für Sie gerade wichtig sind. Verträge, die Sie zuletzt geändert haben. Ich kann mir weitere Informationen, sofern ich darüber fahre, eben rausholen aus den Verträgen und sehe schon, okay, Matthias Müller ganz unten ist für diesen Vertrag verantwortlich und das scheint ein gültiger Vertrag zu sein. Wir sehen genauso anstehende Fristen, um die ich mich noch kümmern muss. Aufgaben, die ich noch zu erledigen habe, genauso wie unvollständige Verträge angezeigt werden können. Schauen wir mal, wie einfach eine Vertragsanlage ist. Ich klicke auf Vertrag anlegen und es öffnet sich der Vertragsanlage-Wizard. Angenommen, ein Kollege, eine Kollegin von uns, vielleicht eine Führungskraft, hat gerade einen neuen Vertrag abgeschlossen für sein oder für ihre, fürs Kfz, fürs Fahrzeug. Ich ziehe mir einfach mal ein PDF-Dokument hier rein, also so ein Standard-Vertragsdokument, wie es uns zugeschickt wird. Das kann per Mail passieren, das kann über den Desktop passieren, wie ich es gerade gemacht habe. Und dieses PDF-Dokument wird jetzt in diese Vertragsakte gelegt. Wir sehen es hier auf der rechten Seite auch schon. Es scheint ein Skoda Enyaq, also ein Elektroauto geworden zu sein. Auf der linken Seite können wir jetzt die von uns definierten Vertragstypen, also die passen wir für Sie an, eben auswählen. Und wir haben hier einen Kfz-Leasing-Vertrag, den wähle ich jetzt aus. Der Vertragsgegenstand ist ein Leasing-Vertrag des Kennzeichens BOR für Borken, da wo wir ansässig sind, DV für Develop und die 112. Der Vertragspartner könnte jetzt ein Autohaus sein. Ich nehme jetzt aber mal die Develop als Vertragspartner. Wo diese Stammdaten herkommen, das ist total beliebig. Das kann aus einem führenden System kommen. Häufig begegnen uns Programme wie Diamant, Sage oder Dativ. Also überall da, wo Sie konsolidierte Kunden- oder Vertragspartnerdaten haben, können wir uns andocken und diese Daten hier rein synchronisieren. Wir können eine externe Vertrags-ID vergeben. Ich schaue mal gerade ins Vertragsdokument rein, ob da was geführt ist. Ich finde jetzt keine, also lassen wir das einfach mal leer. Wir können eine organisatorische Zuordnung wählen. Das bedeutet, dass wir Ihre Struktur, ob es jetzt eine Verbandsstruktur ist, eine Gesellschaftsstruktur oder Co., können wir ja aufbilden oder abzeichnen. Wir sehen hier oben die Kronos AG mit 4 Abteilungen. Wir sehen die Extravagant AG mit 4 Abteilungen und noch 3 weitere Gesellschaften. Diese Auffächerung in die einzelnen Abteilungen kann noch einen Weg weitergehen. Also wir können bis auf 3 Ebenen runter strukturieren, wenn man so möchte. Die Zuordnung hier, also wenn ich jetzt einen Vertrag habe in der Kronos AG, zum Beispiel im Einkauf, hilft uns besonders im Kontext der Berechtigung, also auf Zugriffsrechte der jeweiligen Vertragsakte zu steuern und diese einzustellen. Also der Lieferantenvertrag bzw. Leasingvertrag liegt jetzt in der Verwaltung der Kronos AG. Im Hintergrund fasst eben ein Regelmanagement oder ein Regelwerk das zusammen und schaut, dass nur die berechtigten Personen da auch Zugriff drauf haben. Jetzt müssen wir noch eine verantwortliche Person intern vergeben und das ist Matthias Müller, mit dem ich hier gerade unterwegs bin. Sie sehen, 3 Buchstaben eingegeben, er schlägt mir sofort die passenden Mitarbeiter vor, die auf diese Buchstabenkombination einzahlen. Das funktioniert deshalb, weil wir ihre Bestandsinfrastruktur nutzen und uns auf die Daten aus ihrem Azure AD, also der Benutzerführung, wo sie sowieso gepflegt ist, uns aufsetzen und diese hier nutzen. Also auch Ihre IT wird Ihnen danken, dass Sie keine doppelte Benutzeranlage oder Benutzerverwaltung haben. Mit Klick auf Weiter können wir jetzt Inhalte des Vertrages festlegen. Das Kennzeichen haben wir gerade schon mal eingetragen, BOR DV 112. Das Fahrzeug ist ein E-Auto. Die Leasingrate ist, steht doch 500 Euro glatt.
und der Fahrzeugnutzer ist die Sabine Meyer. Auch hier wieder, da geht es auf die Daten aus dem Azure AD, also da, wo Ihre Kollegen und Kolleginnen alle bekannt sind. Wir können es aussuchen und Sabine Meyer ist jetzt hier eben die Fahrerin. Welche Inhalte bei den Vertragsdetails abgefragt werden, das liegt total bei Ihnen. Wir geben Ihnen da eben ein bisschen was mit. Also wir haben immer einen Entwurf dabei für 7 Vertragstypen. Es kann aber komplett auf Sie angepasst werden. Auf der letzten Seite geht es um Fristen. Wenn wir wissen, dass der Vertrag zum Beispiel am 1. Mai beginnen würde, können wir uns jetzt unterstützen lassen bei der Berechnung des Ganzen. Ich schaue mal gerade, ob wir irgendwo direkt... Nee, ich finde jetzt keine Laufzeitinformationen, dann nehmen wir einfach mal fiktive Laufzeitinformationen, dass der Vertrag läuft 3 Jahre, die Verlängerung wären dann 12 Monate und die Kündigungsfrist sind zum Beispiel 3 Monate zum Vertragsende. Und in Handumdrehen wurden mir hier 2 Daten ausgerechnet. Einmal der nächste Kündigungsstichtag, genauso wie das nächstmögliche Vertragsende. Sie brauchen also nicht mehr selber zu rechnen und Angst haben, dass Sie da vielleicht einen Rechenfehler drin haben oder einfach nur eine Monatsverschiebung da drin haben. Wir können uns jetzt mit 2 Klicks benachrichtigen lassen und wir möchten gerne wöchentlich ab 8 Wochen vor Kündigungsstichtag benachrichtigt werden, dass diese Frist ansteht. Damit ist sichergestellt, dass die vertragsverantwortliche Person, Matthias Müller, ab dem 6.12.25 benachrichtigt wird, dass dieser Vertrag gekündigt werden muss oder dass zumindest die Kündigungsfrist ansteht. Ich speichere das jetzt und das ist der gesamte Vertragsanlageprozess. Sie können also Ihre Stammdaten selber integrieren aus einem führenden System. Sie können entscheiden, welche Vertragsarten sind bei Ihnen überhaupt relevant und in welchem Vertragstyp möchte ich welche Vertragsdetails abfragen. Wenn wir jetzt in den Leasingvertrag reingehen, uns das hier anschauen, sehen wir eine ziemlich ähnliche Ansicht. Auf der linken Seite die Navigation, in der Mitte die Daten, die wir gerade auch gepflegt haben und auf der rechten Seite wieder das Vertragsdokument. Wenn ich hier durchscrolle, kann ich die Information noch weiter anpassen, wenn ich das möchte. Ich möchte jetzt gerade aber nur zu den Dokumenten, zu der Dokumentenablage, möchte Ihnen zeigen, wie Sie zusätzliche Vertragsdokumente oder sogar das Vertragsdokument selbst erstellen können. Mit freigegebenen Vorlagen. Wenn Sie auf Neu klicken, haben wir hier im Hintergrund Vertragsentwürfe liegen. Das können Word-Dateien sein, das können aber auch PDF-Dateien sein. Angenommen, wir wollen jetzt hier noch eine Geheimhaltungserklärung, was auch immer da eben hinzugefügt werden kann, noch hinzufügen und die vielleicht sogar bearbeiten. Jetzt wird aus einer Bibliothek dieses Word-Dokument, was vorher von unserem Juristen oder der Juristin freigegeben wurde, direkt in diese Vertragsakte gelegt. Dieses Dokument können wir jetzt, und da verbinden wir wieder beide Welten, Funktionalität und Microsoft, direkt in Word bearbeiten. Ob das jetzt hier im Browser passiert oder Sie das bei sich, wie man es kennt, in der Word-Anwendung auf dem Desktop macht, ist völlig egal. Sie brauchen sich auch nicht um den richtigen Speicherplatz zu kümmern, denn der ist gesetzt. Der ist ganz fix gesetzt und da brauchen Sie gar keine Sorge haben. Dieses Dokument wird immer an der richtigen Stelle gespeichert. Angenommen, ich markiere hier jetzt nochmal was gelb. Und füge nochmal ein bisschen Text hinzu. Frag auch nochmal meine Kollegin Sabine Meyer. Ja, ich markiere hier was, sage kommentieren, chatte die Sabine jetzt an. Wieder nur ein Add, die Sabine wird ausgewählt. Passt das so? Jetzt wird automatisch von Microsoft eine E-Mail an Sabine Meyer geschickt mit der Einladung auf dieses Dokument und Sabine kann den Kommentar bearbeiten und mir eben sagen, das passt so, das muss angepasst werden oder. Das waren jetzt hier oben 3 Beispiele in einem Standardvertrag. Das können natürlich auch Klauseln sein, die angepasst werden oder Vertragsinhalte. Spannend ist auch, dass alles das, was wir hier anpassen, mit x-beliebigen Leuten aufgezeichnet wird. Sie können direkt nachvollziehen mit den Microsoft Standards, wer hat hier wann was angepasst. Dieses Dokument, was wir jetzt gerade bearbeitet haben, liegt wie gesagt in der Vertragsakte, die wir zu Beginn erstellt haben. Ich kann jetzt hier oben die Word-Datei auswählen und Sie sehen, es wurde automatisch gespeichert. Wir sehen dieses angepasste Dokument mit der Markierung und dem hinzugefügten Text. In der Vertragsakte selbst können wir Aufgaben hinterlegen, wo wir auch Aufgaben zuweisen können, also wo Kollegen etwas zu tun haben. Vielleicht ist es der Sommer- und Winterreifenwechsel, vielleicht aber auch die Inspektion, die einmal im Jahr stattfinden muss. Wir können genauso Zahlpläne hinzufügen, wenn wir also wissen, die Leasingrate, Leasingrate ist eine
Forderung zum Beispiel oder eine Verbindlichkeit. Also auch diese Attribute können von Ihnen frei vergeben werden. Von 500 Euro haben wir gesagt, die Währung sind Euro und der Intervall ist zum Beispiel monatlich. So kann ich mir das hier runterbrechen. Ich würde da einfach mal speichern. Ich glaube, Sie verstehen, was ich damit sagen möchte. Diese Kosten hier erfassen und damit umgehen. Genau aus diesen Listen können wir auch wieder Reports ziehen und Auswertungen fahren, wie teuer denn unsere Leasingflotte im Monat, im Jahr oder auch im Quartal ist. Verträge können weiterhin miteinander verknüpft werden. Ein Kfz-Leasing-Vertrag hat häufig einen Versicherungsvertrag irgendwo noch im Hintergrund. Jetzt schauen wir mal, ob wir gerade einen Versicherungsvertrag finden. Also hier wieder die Schnellsuche von der Startseite. Und ja, ich habe gerade keinen Autoversicherungsvertrag. Dann nehmen wir die Glasversicherung einfach, die dazugehört. Die Verknüpfung kann festgestellt werden. Wir können also sagen, diese beiden Verträge sind verknüpft miteinander. Es ist der Rahmenvertrag, es ist ein Vorgänger oder der bezieht sich auf. Und naja, die Versicherung bezieht sich eben auf den Kfz-Leasing-Vertrag. Wie Tim ganz zu Anfang schon gesagt hat, können wir diese Verträge auch in einem Workflow, in einem definierten Freigabeprozess freigeben lassen. Die Kollegen könnten also selbst diese Vertragsakte anlegen, bearbeiten und entwerfen, bis sie fertig ist zur Freigabe und wir können dann eben den Freigabeprozess etablieren, so wie sie es brauchen. Das kann abhängig sein von Werten. Ab 50.000 Euro Vertragswert muss vielleicht jemand anders genehmigen. Also alles das, wenn Sie da Fragen zu haben zu den Genehmigungsprozessen, gerne mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Das ist ein Thema, was ziemlich individuell bearbeitet werden kann. Dieser Vertrag ist jetzt aber für mich fertig. Ja, der wurde genehmigt und ich setze ihn jetzt einfach auf gültig. Ich speichere das Ganze und wir sehen jetzt in jedem Moment, dass die Vertragsansicht ganz oben grün sein sollte. Ja, Sie sehen es, es ist gültig und wir können jetzt weitermachen. Zurück auf der Startseite können wir jetzt einmal in die erweiterte Suche abspringen. Die erweiterte Suche hilft uns eben, auch Volltext nach Verträgen zu suchen. Wenn Sie nach einer bestimmten Klausel suchen, können Sie das genau hier machen und auch ganze Sätze eingeben und alle Vertragswerke durchsuchen. Sie können aber genauso mit Filtern durchsuchen. Und das machen wir jetzt mal. Wir sitzen nämlich gerade in einem Meeting und da wird gefragt, wie sind denn unsere Verbindlichkeiten zu allen Kfz-Leasing-Verträgen? Triviales Beispiel. Ich wähle also alle Kfz-Leasing-Verträge aus und sage, bitte zeige mir nur Verträge an, die im Status gültig sind. Wir können also hier alle Daten, die wir vorher gepflegt haben oder gesetzt haben, auswerten und bearbeiten. Der Status soll gültig sein und das Ganze könnten wir jetzt noch weiter runterbrechen. Also da ist keine Limitation gesetzt im Kontext der Filter. Da können Sie so viele setzen, wie Sie wollen. Vielleicht soll jetzt noch die organisatorische Zuordnung gesetzt werden, nur für die Niederlassung Dortmund oder Gescher oder bitte nur zum Vertragspartner VW oder Skoda. Mir reicht jetzt aber alle gültigen Kfz-Leasing-Verträge. Die Suchanfrage wird abgeschickt und uns wird jetzt hier live die gesamte Vertragsdatenbank durchsucht. Wir sehen wieder den Vertrag, den wir gerade eben angelegt haben und können jetzt hier dieses Suchergebnis für uns auch oder diese Tabelle so aufbauen, wie sie für uns gerade besser ist. Wenn die Leasingrate für mich gerade wichtig ist, ziehe ich mir sie nach vorne. Wir können weiterhin dieses Suchergebnis exportieren und direkt in Excel mit diesen Informationen weiterarbeiten. Ich habe sie gerade runtergeladen, öffne jetzt hier diese Excel-Exportliste und kann von hier aus zum Beispiel eine Summenformel darunter schreiben oder eine Pivot-Chart anschließen. Also alles das, was man machen möchte, kann man von hier aus direkt starten. Gut, jetzt fragen Sie sich mit Sicherheit, wenn da Fristen aufkommen, wie werde ich denn benachrichtigt? Über viele Kanäle. Sie können direkt hier in der Software benachrichtigt werden oder auch per Mail. Ich wechsle einmal in Outlook und Sie sehen jetzt hier auf der rechten Seite eine Benachrichtigung zur Vertragslaufzeit. Oben steht drüber, von welchem System das kommt, Develop Contracts, und wir sehen, der Vertrag frisches Obst jeden Tag läuft bald aus. Mit Klick auf zum Vertrag kann ich direkt in die Vertragsakte springen und eben weiter mit dem Vertrag arbeiten. Ich glaube, fürs Erste ist das ein ziemlich umfassender Einblick in Develop Contracts und würde mal gucken, ob wir noch Fragen haben. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Bevor wir aber, glaube ich, zu den Fragen kommen, haben wir doch, glaube ich, noch eine Folie, die wir auch gerne noch mal vorstellen wollen.
Erstmal Leon, vielen, vielen Dank. Und ich muss ja auch persönlich immer sagen, dass die Einführung eines Vertragsmanagements oder die Einführung vom Develop-Vertragsmanagement ist eben halt einer meiner Lieblingsprojekte, weil die sind schon einfach und wir bilden eben halt so viel damit eben halt ab. Also nicht nur, dass wir Develop-Documents, Vertragsmanagement eben halt diese Zusammenarbeit eben halt mit reinbringen von, ich sag mal, auch von der QM-Abteilung oder Vertragsmanagement-Abteilung in andere Abteilungen. Also da wird die Zusammenarbeit gefördert. Dadurch, dass wir uns eben halt in der M365-Welt bewegen, ist die Bedienerfreundlichkeit oder Benutzerfreundlichkeit sehr, sehr smart einfach. Man findet sich eben halt sehr, sehr schnell wieder. Aber auch mit unserer Lösung, dass wir skalierbar sind und super flexibel auch in der Lösung. Das heißt, ob Sie da wirklich einen Vertrag haben oder nachher 1000 Verträge, völlig egal. Wir passen uns eben halt dementsprechend an. Oder ob es eben halt um einen Kfz-Leasing-Vertrag geht, ob es um einen Mietvertrag geht oder eben halt auch Personalverträge. Auch das können wir ja auch mit in unsere Lösung mit reinbringen. Das können wir eben halt auch gut darstellen. Vielleicht an der Stelle gerade nochmal zwei, drei Beispiele, wie vielfältig dieses Produkt eingesetzt werden kann. Jetzt weniger aus der verbandlichen Sicht, vielmehr aus der Wirtschaft, die man kennt. Ich glaube auch Marken, die mit Emotionen irgendwo verbunden sind. Also Fußballvereine setzen dieses System ein, vom Niederrhein zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, wo auch Spielerverträge, Sponsorverträge eben mit gespeichert und verwaltet werden. Wir haben eine Flaschenpost, also die letzte Meile von Getränken von der Bordsteinkante bis nach Hause, womit wir zum Beispiel bei uns, also beim Verband, auch beliefert werden, wo eben alle Verträge gespeichert werden. Ja, also wirklich ein breites Spektrum an Kunden, die das einsetzen in verschiedensten Szenarien. Und eins muss man ja gleich halten, also Verträge sind ja nun mal die Grundlage einer jeden Geschäftsbeziehung. Und absolut. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Natürlich können Verträge individuell sein, aber im Grund gibt es eine Frist, die wollen wir nicht verpassen. Und darauf sollten wir Acht legen. Absolut. Das spart jede Menge Geld, wenn man seine Verträge eben halt gemanagt eben halt vorliegen hat. Aber auch, glaube ich, du hast eben halt den einen oder anderen Kunden ja auch genannt. Den Kunden zum Beispiel ist es unheimlich auch wichtig wahrscheinlich gewesen, dass wir das ja quasi, ja, die Lösung aus Gescher kommt, also Made in Germany. Unsere Lösung wird eben halt hier entwickelt. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig für Sie zu wissen. Wir haben eben halt auch da Einfluss auf die Lösung. Wir bringen auch ganz, ganz, ganz viele Kundenanforderungen, die wir eben halt auch aus dem Markt bekommen, auch mit in die Lösung mit rein. Und natürlich das Thema Hochverfügbarkeit ist eben halt auch ganz interessant für Sie. Wir haben hier eine Cloud-Lösung. Das heißt, die Lösung ist ja 24/7 für Sie da. Und eben halt auch zu gutem Schluss eben halt das, was du eben gesagt hast, der große Mehrwert und das Thema Sicherheit, nie wieder irgendwelche Verträge oder Fristen zu verpassen. Das ist natürlich das Wichtigste bei einer Vertragsmanagement-Lösung. Das so viel von unserer Seite. Ich glaube, Franzi, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Genau. Es sind Fragen sind da, oder? Auf jeden Fall. Es sind ein paar Fragen eingetroffen. Ich würde mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, wenn man sich für ein Projekt mit Develop entscheidet, wie sieht das Projektvorgehen aus? Ich glaube, da kann ich am besten antworten. Ja. Also sehr angepasst an Sie tatsächlich. Wenn Sie sagen, yep, Develop Contracts, das ist das, was wir brauchen, dann machen wir das Ganze in Ihrem Tempo. Also wir würden einen Standard installieren mit Standardvertragstypen, Standardvertragsdetails, würden Sie und Ihre Key-User darauf schulen und Sie würden dann eben in Iterationen dieses Standardsystem testen und sich Notizen machen, mir fehlt dieser Vertragstyp, dieses Vertragsdetail muss angepasst werden und wir treffen uns dann regelmäßig zu FitGap-Workshops und passen das dann eben iterativ an. In der Regel sind es zwei, und das hört sich jetzt vielleicht sportlich an, aber wirklich nur zwei Iterationen, bis Sie soweit sind und sagen, das ist jetzt mein Vertragsmanagement und damit kann ich live gehen. Sehr gut. Ich glaube, die nächste Frage baut sogar ein bisschen darauf auf. Wie umfangreich ist die Implementierung? Ja, also es kommt ganz darauf an, wie das Projekt ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Also es kann ein 4-Tage-Projekt sein. Das ist der Standard, also eben das Ausrollen, das Anpassen der Vertragstypen. Wenn Sie jetzt noch individuelle Prozesse mit einbringen wollen, Freigabeprozesse pro Vertragstyp oder Co., kann das ein bisschen intensiver werden in der Dienstleistung selbst. Aber ich glaube, das ist jedem bewusst. Wenn man Verträge ablegen will, geht das ziemlich schnell. Wenn man jetzt eigene Prozesse noch schnüren möchte, Freigabeprozesse, vielleicht sogar andere Prozesse, dann wird es ein bisschen mehr, aber in der Regel sind wir da mit 4-5 Tagen super mit durch. Mhm.
Alles klar. Und noch eine Frage in Bezug auf die Lizenzierung. Wie sieht die Lizenzierung aus? Das übernehme ich dann mal, die Frage. Ich hatte das vorhin schon gesagt, einer meiner Lieblingsprojekte ist das Vertragsmanagement. Warum ist das Vertragsmanagement da eben halt mein Lieblingsprojekt? Genau wegen der Lizenzierung, weil man eben halt klein einsteigen kann. Man muss eben halt nicht ein ganz großes Projekt, was, weiß nicht, ganz, ganz viel Geld kostet irgendwie, damit anfangen, sondern wir können hier sehr, sehr schmal starten. Gute Vorlage eben halt, Leon. Sie sehen, von den Dienstleistungen ist es schmal aufgebaut, aber auch von den Lizenzierungen. Wir lizenzieren eben halt, ich sag mal, diese Power-User, die mit dem Vertragsmanagement eben halt arbeiten. Sie müssen dann eben halt nicht alle irgendwie im Unternehmen damit lizenzieren, sondern die Benutzer haben natürlich, oder die anderen Benutzer in der M365-Welt, was Leon vorhin gezeigt hat, in diesem Word, wo man eben halt Kollegen mit dazu nehmen können, die brauchen einfach nur eine M365-Lizenz und brauchen keine Lizenz von uns, sondern da braucht wirklich nur der Power-User eine Lizenzierung. Daher sind die Projekte sehr, sehr, sehr schmal in der Lizenzierung. Perfekt. Sehr schön. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende angelangt. Falls Sie sonst noch irgendwelche Fragen haben, die Ihnen noch auf dem Herzen liegen, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren, jederzeit. Unsere Kontaktdaten sind ja auch in der Präsentation, die Sie nochmal im Nachgang zugeschickt bekommen, vorhanden, sodass wir da auf jeden Fall per Mail und per Telefon zu erreichen sind. Ich möchte noch einmal auf unsere Health and Care Days in Kassel am 5. und 6. September aufmerksam machen. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie da live vor Ort dabei sein würden und vielleicht ein bisschen mit uns in den Austausch kommen. Und da freuen wir uns dann schon sehr drauf. Und das letzte Webinar aus der M365er-Reihe steht jetzt vor der Tür. Am 25.05. geht es um das Thema Facility Management. Auch da können Sie gerne wieder sich zuschalten und dann sind wir mal gespannt, was da noch so thematisiert wird. Wird spannend. Und damit sind wir am Ende angelangt. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag und sehen uns hoffentlich im Mai.